Und hier sind wir auch wieder bei Persona 3. Es ist etwas dunkel hier, aber ich möchte halt das hier so ein bisschen machen. Ich werde mich nicht viel mit der Ebenen wirklich das so wirklich richtig beschäftigen, weil ich habe ein Safe halt, wo ich mich mit den entsprechenden Sachen schon halt entsprechend vollkommen auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich bin schon ganz oben. Ein bisschen Eisboost. Mein Ziel ist es halt auch, jetzt hier komplett hochzukommen. Meine Güte, das ist eine riesige Ebene. Es wäre sicher viel Arbeit, eine komplette Karte dafür zu erstellen. Oh, ich sollte euch etwas sagen, was mir Kirito-Senpai erzählt hat. Sie meinte, es gäbe einen Reaper, der im Tartarus erscheint. Ja, der ist bei mir halt tatsächlich schon zweimal erschienen. Ein Reaper? Angeblich erscheint er aus dem Nichts und jagt einen unaufhörlich. Wenn man erwischt wird, ich glaube, ihr wisst, was passiert, wenn ein Reaper einen erwischt. Vielleicht will er uns loswerden, weil wir nicht in den Tartarus gehören. Wenn du im Tartarus zu lange auf derselben Ebene bleibst, kann der Reaper erscheinen. Der Reaper ist ein furchterregender Gegner. Du solltest einen Kampf vermeiden und so schnell wie möglich die nächste Ebene eilen. Sie kannte keine genauen Details, aber er scheint wohl, wenn man zu lange auf einer Ebene sich aufhält. Vermutlich ist Stören keine Option, also flüchtet bitte auf eine andere Ebene, falls ihr ihn begegnet. Ja, tatsächlich ist es sogar so, dass er ganz gerne mal halt nicht nur auf einer Ebene ebenfalls halt bleibt. Ebene hier ist auch groß genug, um den halt spawnen zu lassen. Gut, ich kann hier sogar rauf, das ist gut. Ich möchte den nämlich ganz gerne auch spawnen lassen. Weil, wie gesagt, das ist eine Ebene, die halt perfekt dafür gemacht ist. Ich weiß bloß nicht, wo er halt erscheinen wird. Ich glaube, das ist ein bisschen random. Kämpfen werde ich hier halt nicht. Wie gesagt, ich habe dafür halt schon Safe halt, wo wir dann uns mit dem It seems like we've checked everything on this floor. Since we've seen all there is to see, should we get going now? Sigma-Antrieb. Was kann das überhaupt? Verringert die Chance, kritische Treffer zu erleiden. Nicht schlecht. Zumal so wie ich das jetzt auch geplant habe. Es ist natürlich genial, dass halt der Reaper halt hier nicht jetzt irgendwie erscheint. Weil der Reaper, der ist gefährlich. Kann man nicht fett nach oben gehen. Ich muss nur jetzt mal eben kurz den Weg hier hin hoch folgen. Kann natürlich auch sein, dass das... mit der Gesamtzeit halt auch... never be able to escape. That won't happen to us. I'm so Oh, there's a treasure chest.
werde auf jeden Fall jetzt erstmal komplett nach oben gehen. Und die Chance. Da ist noch eine Kiste. Die Kunda-Juwel. Ich finde es bewundernswert, mit so vielen Personas gleichzeitig umgehen zu können. Damit kann man quasi immer an die Schwachstellen des Gegners anpassen und sie ausstechen. Oh, tut mir leid, ich habe laut gedacht. Pretty tough und da steht hübsch. Ja, genau. Ah, da haben wir einen seltenen. Apropos. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wir werden noch einen anderen Neko Shogun halt kennenlernen. Denn. Natürlich blocken die alles. Du kannst auf jeden Fall erstmal deine Geschwindigkeit reduziert ansehen. Jetzt habe ich, glaube ich, der ist nämlich gegen Dunkelheit empfindlich. Der kann sich nicht bewegen, das ist super. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Ja gut, ich bin halt das nächste wieder neu rein, also sprich, ich krieg hier neue Items. Akasha. Ja, ja, ich zähle auf dich, Yukari-chan. That might prove to be a difficult fight. Hey there. Ein paar Sachen gefunden, das ist nice. Shadow up ahead. Taking it out. A shadow. What will you do? Ich werde den auf jeden Fall nicht bekämpfen. Right now, but I've been eating way too much lately. I need to get some exercise in. Oh, die Ebene nach dieser ist eine Grenzebene. Scheint, als wäre die Luft vorerst rein genug, um kurz durchzuatmen. Genau. Soweit bin ich nämlich halt auch gekommen bei meinem Wertenrun. Eine Sackgasse. Sieht aus, als kämen wir erstmal nicht weiter. Andererseits sind wir auch gut vorangekommen. Toll gemacht. Kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Du entscheidest, Anführer. Wir kriegen hier nämlich das alte Dokument. Auf dieser Insel wird ein neues Institut mit unerhörten finanziellen Mitteln errichtet. Ich soll ein Teil davon sein, doch ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Genau. Damit haben wir nämlich den Tartarus halt schon wieder
vollends beendet. Was haben wir denn hier? Du scheinst ein... Allerdings... Vielleicht kannst du in deinem aktuellen Zustand sogar noch mächtigere Personen einsetzen. Bla 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 bla. Gut. Wir haben Ebene 69 erreicht. Aber das ist nicht die Ebene, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte nämlich den Reaper halt einmal spawnen lassen. Das müsste eigentlich machbar sein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den Reaper halt entsprechend gespawnt haben. Also bis gleich. So, der Reaper ist nämlich jetzt erschienen. Man hört ihn auch so ein bisschen da rascheln. Da ist er. Der gute Reaper. Ich werde jetzt auch direkt hier nach oben gehen. Und der müsste eigentlich jetzt auch gleich, zumindest war das bei mir vor und oder beim Leveln halt so gewesen, dass er nach einer kurzen Weile tatsächlich sogar hier wieder mit hochkommt. Hä? Er ist immer noch da? Ta-da-da-da! Der Reaper ist uns nach oben gefolgt. Ich weiß allerdings nicht, ob er noch weiter folgt. Na, hier sowieso nicht mehr. Weil hier ist ja Endebene. Das wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben und wir sehen uns dann gleich bei dem anderen Safe wieder, wo ich ein bisschen gelevelt habe und noch einen Tag davor bin. Also bis gleich. Ja, der Reaper kommt nochmal. Ich habe mir gedacht gehabt, why not? Den können wir ja auch nochmal bekämpfen. Wo bist du? Da bist du. Boah! Ja, der macht uns richtig fertig. Der macht mal ja wirklich null Damage. Man muss auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr hohes Level halt für ihn sein. Naja, ist alles okay. Ich habe nicht gespeichert, das weiß ich. So, was ich nämlich machen wollte, ist nämlich... Bin ich hier? Ja. So. Ich glaube, ich wollte noch ein bisschen weiter leveln, ne? Ja, okay. Ich level noch ein bisschen weiter. Bis gleich. So, wir sind an dem Abend, wo wir wundervoll aufgehört haben. Und ich sollte meine Sachen verkaufen. Das habe ich nämlich noch nicht getan. By the way. What do you got?
schnell shoppen. Oh. Ich habe ein paar seltsame Münzen nämlich halt gefunden. Genauso wie Kupfermünzen habe ich halt ein paar bekommen. Weil ich hatte eine Ebene gehabt, wo ich voll mit Rare Shadows hatte und ich hatte fast alle gekillt gehabt, bis auf einen. Wanna sell in bulk? Alright, I'll take that. Aber hey! New things in stock. Check it out, if you've got the time. Wenigstens haben wir jetzt halt die Möglichkeit für alle. Okay, das werden wir auf jeden Fall nehmen. Ich das auf jeden Fall ausrüsten, nicht verkaufen. Du brauchst es nicht, du kannst es definitiv gebrauchen. Wie sieht das denn mit... Ja, das brauche ich noch nicht. So, Schuhe. Das kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Du hast sowieso schon was Besseres. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich sollte Lichter machen. So. Jo, wir werden auf jeden Fall so ein bisschen Dating Simulator spielen, damit mein Charme auf lässig hochgeht. Sehr schön. Das ist tatsächlich sehr, sehr nice. Denn das bedeutet nämlich, dass ich halt ein paar Optionen, glaube ich, halt jetzt dazu kriege. Oh, da bist du ja. Gutes Timing. Ich muss dir was sagen. Ab sofort kannst du auch ohne meine Erlaubnis in den Tartarus gehen. Warum? Weil ja magische Unterstützung bieten kann. Wenn sie da ist, brauchst du meine Hilfe nicht. Ich habe sie aber angewiesen, dich nicht gehen zu lassen, wenn weder ich noch Akihiko Zeit haben. Ich habe nur Angst, dass dann könnte etwas Unerwartetes passieren. Bitte denke daran. Noch etwas. Könntest du heute Abend etwas Zeit freihalten? Es wird auch nicht allzu lange dauern. Okay, dann bis später. Alles klar, das werden wir auf jeden Fall machen. Nach der Schule. Aha. Ah. Ich glaube, Fetti Bum Bum ist am niedrigsten. Okay, wir werden mit Fetti Bum Bum halt entsprechend abhängen. Hallo. Schmatz, Schmatz. Rülps. No. Oh, hey. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Oh, hey. Perfektes Timing. Wollen wir was essen gehen? Mein armer Magen weint schon ganz jämmerlich. Ich habe das Gefühl, dass du, Mitsu und ich schon uns bald näher kommen. Ja, wir werden Zeit mit dem
Fresssack verbringen. Wunderbar, mein Gummifreund. Mal sehen, letztes Mal waren wir im Fleischparadies. Ich weiß, wo wir hingehen. Im ganzen Restaurant riecht es nach Fisch. Excuse me, sir. Two bowls of the usual today. And as always, make sure one of them is extra large. Coming right up. Ach du Scheiße. Uns wurden zwei neue Schalen vorgesetzt. Once you taste this, my friend, there is no going back. Ton, ton, ton noodles. Yes, that's three. Count them, three tons. This is the crown jewel of the secret menu here. Even better than the Hagakure bowl. The simple salt base broth, complemented by the rich, spicy miso sauce. It's like a microcosm of the miracle of creation. Okay. Wow! Der unglaubliche Geschmack lässt alle Sorgen verschwinden. It's all about that secret menu. Although, how will people find it if it's too secret? Eh, whatever. The harder I think about it, the hungrier I'm gonna get. Oh, sir! Don't toss out that first bowl, all right? That soup and I have unfinished business. This is a huge honor for you, you know? You're only the second person to taste this after me. Don't forget to blow on the noodles to cool them off. Ich spüre Suemitsus Güte. Unsere Beziehung hat sich vertieft. Nice! Rang 3? Ich dachte, der wäre Rang 1. Egal. What a lucky guy you are. I mean, you get to be friends with me. And just so you know, you wouldn't be getting this with my younger brother. Because the Gourmet King's brother is not the Gourmet King. So, do you get me, hmm? Who am I? Go on, I want to hear it come out of your mouth. Es ist ja im Grunde genommen beides richtig. Er ist im Grunde genommen Nozomi Suemitsu, der Gourmet-König. Er will Gourmet-König genannt werden. Wir nehmen die dumme Antwort. Well, yeah, I guess that's true. All looks and no brains, huh? No more talking! The food's gonna be a chewy, flavorless mess if we don't eat up! Sir? Sir? You saved that first bowl, right? Cause I'm gonna be needing it. Suemitsu und ich aßen auf und dann ging ich zum Wohnheim. Sehr schön. Schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Ah, nee, warte mal. Welcome back. With that, we have all the second years present. So, what exactly are we all here for? Ah, I had planned to give Yamagishi a tour of the dorm, but I realized I never actually showed it properly to any of you since you moved in. I apologize for that. I'd like to take this opportunity to make it up to you all. Oh, klingt gut. Aber es ist ein bisschen spät. You've kind of been living here all this time. I think we get the picture by now. If any one of us needs it, it's you. You do realize if you screw around and break something, you'll get us all in trouble, right? Oh, come on! I'm getting by just fine. In fact, I know the place so well, I could give you a tour myself. Ja, genau. You'll make a great assistant, then. Humor me a bit, won't you? With the increase in members, I'd like to expand our access to facilities. Liebes. New stuff? Sweet! So what, we gonna get, like, hot springs? Or maybe a casino? You are so stupid. We'll just have to see now, won't we? With that, let's begin. Yamagishi, follow me. Oh, okay. Thank you for setting this up for me. This is the communal kitchen. Oh,
looks so clean now. I didn't realize the kitchen was so big. Und so eingeräumt. I was planning to do this earlier, but with April's shadow attack and ensuing investigation, I just couldn't find time. It should be far more accessible now. You're free to use any of the kitchenware here. Do you all cook your own meals? I've seen Akihiko in here from time to time. As for myself, I can't say I do. Warum nicht mit Tsuru? Achso, da gibt's ja ein paar Leute, die das für sie machen. Ja, ich nutze es übrigens auch gekonnt. Nicht. Wozu gibt es White Burger halt um die Ecke? Ich brauche die gesamten Proteine. We used to have someone who cooked with some frequency, but come to think of it, I only ever come here to get hot water. What about you? Ich würde es gerne versuchen, aber if you care about eating a balanced diet, there's no better way than to cook it yourself. Das stimmt und gerade derjenige, der halt ständig gekocht hat, wir werden ihn vielleicht noch kennenlernen. But it's not as cheap as they make it out to be. It's hard to use everything up before it goes bad. Wow, Yukari-chan, does that mean you know how to cook? Huh? Oh, I mean, I can do it, I guess, but I'm no chef. It's been a while, and I've had my fair share of embarrassments. But with a kitchen this big, I think a couple people could work together in here. We can have the work, but double the flavor, you know? I should try it next time. Ja, lass uns gemeinsam kochen, Yukari-chan. Wenn ich jemanden zum Kochen einlade, könnten wir die Küche benutzen. Moving right along, then. Here's where we all head. This is the lounge. Well, I suppose it requires no further explanation. Wait, is that a DVD player? When did that get here? Ja, vor allen Dingen nicht nur DVD, nein, VHS ebenfalls. Das ist ein Kombigerät. Für diejenigen, die es nicht wissen, VHS ist der Vorgänger von DVD. Und statt so einer netten kleinen CD ungefähr. Ich greife natürlich halt die erste Dose und da ist natürlich keine DVD drin, weil es ist halt Persona 3 einfach selbst. Nehmen wir die hier. So eine CD oder DVD, in dem Fall ist es eine Blu-ray. Ja. Und davon der Vorgänger des VHS, das ist so ungefähr. Ja, gut, okay. Es ist natürlich jetzt blöd zu sehen, weil wegen. Ihr habt nicht die Maße, aber ungefähr so groß, so hoch, so dick. Und da ist so ein Magnetband halt drin, was halt durchgespült wird. Falls ihr halt noch die uralten Kassetten kennt, VHS ist im Grunde genommen eine etwas größere Version. Eine etwas sehr viel größere Version. Gut, okay, wenn ihr jetzt Kassetten nicht kennt, dann Vorgänger der CD und die CD ist halt der Vorgänger von dem MP3-Player. Danke. It's no problem at all. It was a broken one to begin with, but I was able to fix it. So I hoped you all might get some use out of it. The sofas here are pretty comfy. It'd be a perfect place to sit back and watch. Oh, maybe this would be a good place. There are some movies I've been wanting to see, but I'd rather not watch them alone. What's this? Is Yucatan afraid to watch horror flicks? It's quite a shocker to see your soft side. Hard to imagine you're even the same person. And what exactly is that supposed to mean? Wait, what did I say?
I take it back. I didn't mean anything by it, I swear. You've got some nerve, Junpei. You better watch your back next time we go to Tartarus. Yukari-chan? You're kind of scaring me. Hier könnte ich mit jemandem eine DVD ansehen. Und ganz ehrlich gesagt, der Einzige, der sich halt Sorgen machen müsste, wäre eher Junpei. Vor allen Dingen sollte er halt ein bisschen auf seinen Rücken aufpassen. Nicht, dass es auf einmal heißt von wegen groß... Aua, mein Arsch! Tut mir leid, Junpei. Dein Arsch ist halt eine gute Zielscheibe. That wraps up the first floor. Let's move up to the next. Oh, by the way, Kyurijo-senpai. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, war das jetzt britisch oder war das amerikanisch? Weil einer von beiden, einer von beiden sagt nämlich Ground Floor, der andere sagt tatsächlich First Floor. Und, der erste Stock ist dann halt entsprechend. Ich kann ja mal eben gucken. Ist ja sowieso halt der letzte Part halt vom Wochenende. Vor. Erdgeschoss. Okay, Ground Floor ist britisch und First Floor ist amerikanisch. Das heißt, wir haben hier das amerikanisch-englisch. Ich verwechsel die beiden halt immer, deswegen muss ich das nachgucken. Are we allowed to borrow those books on the shelf in the back? Of course. Those books were donated by residents of the dorm. I peruse them from time to time myself. This area is pretty sweet. Nice and quiet. And let me tell you, those chairs are mwah, soft. When I cozy up here with a good book, I end up reading way late into the night. All you read is manga. I think manga is a respectable form of literature. Maybe I'll try reading here as well. People are always coming and going from the lounge, so I could see this place being less distracting. Ich glaube, hier könnte ich konzentriert lesen. Please utilize it however you'd like. Any piece of literature is a means of broadening one's horizons. Aye aye, Captain. Just one thing, Iori. Vielleicht sollte ich mir auch demnächst mal wieder ein schönes Buch kaufen, gerade für den Sommerurlaub. Das wäre gar nicht mal so schlecht. When you finish a manga, put it back on the shelf. I don't want to see them piled up on tables and chairs. Hi, hi. Jeez. Keep an eye on Junpei so he doesn't make a mess of this place. Let's keep moving on then. We'd been keeping the rooftop off limits, but recently decided to open it up. The chairman wanted to start a small garden here. Wow! I had no idea there was something like this up here. Is it for growing vegetables? Ja, vor allen Dingen bin ich heute fertig damit. Fällt mir gerade so ein. Oh boy, I can hear him now. Eat your veggies. Peace. That sounds about right. With a terrible smirk plastered on his face. I hear you're the one taking care of it. Looks like it's shaping up quite nicely. The chairman was right to put you in charge. You okay doing this all on your own? Du bist jetzt dafür verantwortlich. Nein, dann wird es heute zum Heidenchaos. Nee, ich könnte aber schon dabei Hilfe gebrauchen. Why don't you help him out, Junpei? It's not like you've got anything better to do. Yeah, I definitely saw that one coming. But I guess it does look kind of fun. Maybe all the vitamins from the veggies will make my skin all as silky smooth. That would be a sight to see.
The more time and care you put into this kind of work, the better the results. Cooperating with someone on this may be worth your time. I might be a bit interested as well. Wenn mir jemand mit dem Garten hilft, könnte das auf das Endergebnis auswirken. That wraps up this area. Let's head back down. And that concludes the tour. Being shown around kind of makes me feel more motivated to make use of those places. Did you get all that? Anything you're still unclear about? Ich hab alles verstanden. Und wie sie mich halt auch angrinst dabei. Your stay here is an enjoyable one. As long as all of us remain considerate, the dorm will continue to be a comfortable living space for all. Also angrinsen in Form von anlächeln, ne? If there's anything you'd like to do here, you may want to invite the others to join you. Vielleicht möchte Yukari-chan ja sehr viel Zeit mit mir verbringen. Yeah, we're all living under the same roof after all. Better make the most of it. I've never really done anything like this before, so I'm a little nervous. Andererseits könnte es aber auch nur bedeuten, von wegen Yukari-chan mag meine Gesellschaft und sonst nichts weiter. I'll try my best to enjoy myself here with you all. This may be coming a little late for most of you, but welcome to the dorm. Thank you. Auf der Decke liegt ein Paket. Meine Bestellung von der Verkaufssendung ist scheinbar eingetroffen. Dann wollen wir mal sehen, was da in der Kiste drin ist. Eine Markenuhr. Ja, sieht schick aus. Und Megaprotein zweimal. Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Das werden wir auch noch machen. Sieht so aus, als könnte ich es ernten. Terracotta-Kartoffeln. Werden wir auch direkt das nächste einpflanzen. Nämlich die nächsten Tomaten. Okay, es sind nur Aushilfen gesucht. Ich würde aber sagen... Beißere hier mal ab. Bedanke mich fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Stream, der leider am Freitag erst passieren wird, weil wegen ich habe halt leider zeitlich gesehen halt ein bisschen viel in den nächsten paar Tagen zu tun. Um genau zu sein, bin ich noch nicht mehr zu Hause. Deswegen wird das halt so ein bisschen halt länger dauern. Okay, wir könnten unseren Charme verbessern hier. Sein. Was ist mit dir? Wir könnten Tee und alles mitbringen. Aber egal. Ich schaue mir das auf jeden Fall einmal an und sage damit bis zum nächsten Stream, wie gesagt. Bye bye. Arrivederci.